Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Neueste Folge Starfield. Ja, ich habe OBS soweit jetzt im Griff mit der Aufnahme. Sollten keine Probleme mehr auftauchen. Ja, ich freue mich wieder auf das Spiel. Ich habe jetzt mit euch die erste Folge, die ich hochgeladen habe. Die neue, die ist noch ohne Stimme. Das ist jetzt aber, jetzt solltet ihr mich gut laut und deutlich hören. Moment. Ja, für neue Zuschauer, Grüße gehen raus und an die alten Abonnenten, Grüße gehen raus. Ihr könnt euch ja mal meinen Kanal anschauen. Ich habe jetzt bestimmt schon mittlerweile nicht 2600, über 2600 Videos hochgeladen für euch und für mich natürlich auch, sondern bestimmt schon über 2700. Also da ist für jeden was dabei und eigentlich zocke ich jeden Tag. Momentan haben wir Gran Turismo 7, da wollen wir alle Straßenwagen let's playen. Dann haben wir Diablo 4 und Starfield. Weiter geht's. 44 Spielstunden haben wir jetzt ungefähr auf der Uhr. Angefangen, das Spiel hatte ich glaube ich bestimmt zu Release, das war vor 8 Monaten. So, genau hier hatten wir aufgehört. Wir sehen uns dann in der Loge. Genau. Es kann sein, dass wir da jetzt sogar schon reisen können. Muss mal kurz durchlesen. Rückkehr nach. Das ist, glaube ich, die Hauptmission. Füge dir. Ja, das müsste es sein. Das ist eine richtige Schnellreise. Mal sehen, ob das geht. Das geht. Ja, Fallout ist eine Mischung aus Fallout, ist ein Bethesda-Spiel und Skyrim. Ich war von Anfang an begeistert von dem Spiel. So, jetzt wird's interessant. Wenn wir schon hier sind, hast du kurz Zeit? Da werden die eingefügt. Erfrierung, ja, ist verbessert worden. Hier, ich habe etwas für dich. Mhm. Oh, du bist unverbesserlich. Ist von einer der letzten planetaren Expeditionen. Ich bin mehr als nur Kanonenfutter, weißt du? Als Geschenk verpackt. Aber sicher. Ich schreibe dir auch eine Dankeskarte. Komm nach den planetaren Ausflügen ruhig mal zu mir. Wenn ich was finde, gebe ich es dir. Faser? Okay. So. Ich glaube, die hat auch... Danke, dass du dir Zeit... Moment. Hast du es aus dem Stein... Ja, wir können mit ihr noch weitersprechen, aber das lassen wir erstmal. Bin gespannt, weil die haben wir schon in den letzten Folgen, also in den neuen Folgen noch nicht, aber muss sie eingefügt werden. Mal gucken, was dann passiert. Oh, dann, danke. Ich bin neidisch auf euch zwei. War selber auf der Suche, aber kam mit leeren Händen zurück. Die könnten überall sein. Eingeschlossen in einem Fels oder bei einem ahnungslosen Ramschhändler schlummernd. Sind wirklich einzigartig. Ich hab gewonnen, 3 Artefakte zu 0. Welchen Spuren bist du gefolgt? Den Scans des Auges, aber du warst zuerst da. Da habe ich wohl gebummelt. Zu dumm. Manchmal erwische ich mich grübelnd auf die Sammlung starrend. Was hat das alles zu bedeuten? Fühlten sich so unsere Vorfahren, als sie das erste Mal zum Firmament emporblickten? Sie haben nicht bloß geglotzt, Matteo, sondern geforscht, getestet.
Nicht Träume brachten uns ins All, sondern Wissenschaft. Das sehe ich anders. Wissenschaft dient dazu, die Träume der Menschen zu verwirklichen. Und woher kommen diese Träume? Nicht jeder Traum ist schön. Ich stimme Noel zu. Die Arbeit ist das, was uns voranbringt. Ich habe recht, oder? Wissenschaft oder Träume? Was bringt die Erkundung des Alls voran? Wissenschaft ohne sie bleiben Träume unerfüllt. Träume ohne sie ist Wissenschaft bedeutungslos. Oh nein, ich ergreife keine Partei. So würden wir es nehmen. Ganz genau. Erst das macht uns menschlich. Gene und Evolution machen uns zu Menschen, Matteo. Ihr beide solltet wieder die Schulbank drücken. Träume sind wunderbar. Aber sie zahlen nicht für Helium 3. Das Bankkonto der Constellation ist der Beweis. Wisst ihr was? Ich habe gerade gemerkt, dass ich die ganze Unterhaltung an mich gerissen habe. Es geht hier um dich und Andrea und den Sieg für die Gruppe. Ich bin sehr gern Teil einer Debatte. Es war gut, eure Meinungen zu hören. Aber es stimmt, dass wir gemeinsam etwas erreicht haben. Vielen Dank für die Hilfe. Gleichfalls, ich würde gern weiter gemeinsam umherziehen. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann, Andrea. Ich bin einfach nur froh, zu Hause zu sein. Verstehe. Aber wir werden sicher zusammenarbeiten müssen. Ich bin hier in der Loge, wenn du mich brauchst. Noel, die neuen Artefakte haben interessante Daten zu bieten. Sag dem Neuling, wir treffen uns auf der Station. Bestätige, Wladimir. Sie ist unterwegs. Wladimir? Ab zu Wladimir, ne? Das hier ist, wo wir auch hin müssen. So. Captain, wo soll's als nächstes hingehen? Ach, das Auge, ne? Da müssen. Hast du kurz Zeit? Ich würde gern mit dir reden. Fliegen. So, andocken. Das ist schon alles faszinierend, ne? Hey Papa. Das Spiel ist faszinierend. Stimmen für die Figuren, so wie damals, als ich noch klein war? Bei mir sieht alles gut aus, Cap. Mal sehen, wie das hier weitergeht. Captain, hallo. Ich stelle bewusst fest. Da die Artefakte in der Pechschwarzen See nun kein bloßer Schaum der Hoffnung mehr sind, habe ich ein Muster entdeckt. Die Graf-Anomalie von einem der Artefakte passt zu einer anderen, größeren auf einem Planeten. So gefällt mir das. Zeig mir die Richtung. Das ergibt keinen Sinn. Die Artefakte sind alle gleich groß. Wie konnten wir das übersehen? Das hier war eine Weile auf meiner Liste möglicher Artefaktstätten, aber es hat nicht ganz gepasst. Da wir jetzt mehr Artefakte besitzen, sind die Ähnlichkeiten eindeutig. In Ordnung. Ich übertrage die Daten. Aber bitte sei vorsichtig. Wir wissen nicht, worum es sich handelt oder warum es so groß ist. Ich grenze die Markierung ein, so gut es geht. Doch es gibt Interferenzen. Du musst das Gebiet also zu Fuß erkunden. Setz deinen Scanner ein. Keine Ahnung, was da ist. Halte die Augen offen. Nahe der Anomalie landen. Meinen Scanner verwenden, alles klar. Etwas so Großes sollte eigentlich leicht zu finden sein. Ich muss also den gesamten Planeten absuchen? Nein, du musst einfach dem Scanner zum richtigen Ziel folgen. Könnte eine Weile dauern, aber so ist das nun mal mit der Forschung. Drück das Glück,
Und vielleicht findest du dann auch die Quelle. So, begib dich zum Planeten Procyon 3. Sarah ist unsere Begleiterin. Ich stehe gern Rede und Antwort. Ist vielleicht Zeitverschwendung, aber schieß los. Ich fürchte, ich muss leider weiter. Sehr hilfsbereit. Okay, wer ist dran? Erste Frage. Besteht das Leben eines Captains nur aus Nervenkitzel? Wie in dem Film, der Interceptor kehrt zurück? Ein Film über mich wäre noch fantastischer. Gefährlich ist es, aber bei Weitem nicht so glamourös. Ich glaube, das ist die dümmste Frage, die ich je gehört habe. Ah, ich glaube, ich muss los. Oh, ich hätte mir deutlich mehr Nervenkitzel erhofft. Der Captain hat bestimmt viel zu tun und keine Zeit, alle Fragen zu beantworten. Wenn du dir ein Schiff leisten kannst, bist du bestimmt reich. Bist du Single? Wie ein Auto, ne? Früher, wenn du ein Auto hast, hast du auch eine Frau, ne? Ein Schiff instand zu halten ist nicht billig, aber das stimmt. Ich komme über die Runden. Ich bin Single und noch zu haben. Sagen wir mal so, das Leben ist... hat es gut mit mir gemeint. Ich verstehe nicht ganz, was dich das angeht. So, das nehmen wir. Weiter geht's. Der nächste. Müsste mehr Budget für die Sicherheit ausgegeben werden. Das Problem ist, dass ein Großteil des Weltraums frei und dadurch niemand zuständig ist. Das solltest du lieber jemand anderen fragen. Eine neue politische Führungsebene? Die aktuelle Politik ist unterqualifiziert und leistet nichts. Ja. Dickes, fettes Nein. Entschuldigung, aber mein Privatleben geht nur mich etwas an. Die Raumfahrt ist genau so, wie sie in den Liebesromanen dargestellt wird. Nur noch etwas pikanter. Wusste ich doch. Das war's. Geht zurück auf eure Plätze. Schaltet das Mikrofon aus. Du hast eine Engelsgeduld. Diese Gruppe ist recht energiegeladen. Hier sind ein paar Credits für dieses authentische Erlebnis. Na also. Bald weiter zu unserem nächsten Ziel. In 5 Tagen sind wir in Neon. Gebt also noch nicht euer ganzes Geld aus. Astral Lounge, ich komme! Meine Güte. Neuer Planet. Ups.
Eigentlich wollte ich den... So. Ziviler Außenposten. Wir müssen zwar da... Ziviler Außenposten. Vielleicht können wir den ja mal... entdecken. Oder so... freischalten wie ein Schnellreisepunkt oder so. Und sonst ist er ja nicht da. Alles im grünen Bereich. So. Aufstehen. Gucken, was hier los ist. Und wo der zivile Außenposten ist. Was denn da erwartet, ne? Ne, diesmal müssen wir unten raus. Wir sollten uns mal unter... Hans Jenner. Halten. Nur wenn du Zeit hast. So, da hinten ist er bestimmt, ne? Captain, freut mich, Sie zu sehen. Gucken. Da kann es wohl nicht sein. Wir laufen da einfach mal hin. Oh, die Viecher hier, ne? Gucken. Ist der bösartig? Nö. Moment mal. Ist das der zivile Außenposten oder was? Oder ist das unser Raumschiff? Was zeigt er da auf der Minimap an? Und das hier freischalten kann, ne? Das wollte ich mal wissen. Ob sich das lohnt, hier hinzugehen. Also wenn man sich überlegt, dass man auf so einem ganzen Planeten... Da hinten ist was Großes in der Ferne. Das ist der zivile Außenposten. Ja, es gibt so viele Planeten. Wie viele, weiß ich nicht. Also, No Man's Sky ist natürlich... da gibt es, glaube ich, noch mehr Planeten. Was, da ganz hinten, oder was? Ja, da ist schon mal die Energieversorgung. Laufen kann man nicht dauerhaft. Da muss man immer wegen der Ausdauer... Aber wir haben Strip-Punkte bekommen. Oder? Wir müssen nachher aber nicht wieder ganz zum Raumschiff zurücklaufen. Das kann man anders machen. Weiß nicht, wie weit das noch weg ist. Das hoffen wir, dass das hier jetzt ist. Ja, hier ist das. Girl. Ja, kann man entdecken. Die Ausrüstung instand zu halten ist hart. Unsere Tech gehört nicht gerade zur Spitzenklasse. Gibt's ja hier. Ich würde gern unser Equipment benutzen, solange du nichts kaputt machst, okay? Ich würde dir gerne Vorräte verkaufen, bin aber außer Dienst. Schau, ob jemand am Schalter ist. Stehlen wollen wir das nicht. An so einem Ort möchte ich meine Kinder großziehen. Aha. Hallöchen, hast du vielleicht mal kurz Zeit? Wir machen uns Sorgen wegen möglicher giftiger Dämpfe aus den Gasschloten. Bei diesen Schloten müssen einige Datenerfassungssensoren aufgestellt werden. Könntest du uns dabei helfen? Klar, lässt sich machen. Ich will ehrlich sein, ich hätte im Leben schon spannendere Jobs. Ich hab gehofft, dass du das sagst. Danke vielmals. So. Ja. Wenn ich mal groß bin, will ich auch einen Laden haben. Dampfanalyse. Gucken. Das müsste jetzt aktiviert sein schon. Mal sehen. Dampfanalyse.
Ja, ist aktiviert. Ich habe den Außenposten mit aufgebaut. Er hat sich wirklich gut entwickelt. Ja, wenn es so viele Planeten gibt, ich glaube, da kann man das Spiel hunderte Stunden spielen. Und mal sehen, was das bringt. So, da ist er hingestellt worden. Erfrierung ist geheilt. Giftgas. Und hier, wenn wir das fertig haben, beenden wir auch das Let's Play und die Hauptstory machen wir in der nächsten Folge weiter. Die Folgen nicht zu lange gehen. Schau doch mal im Laden vorbei. Die würden sich über. Ich glaube, das wird hier noch weitergehen. Komm gerne mal wieder vorbei. Hier, bitte. Es ist zwar nicht viel, aber hoffentlich ausreichend für die Mühe. Danke nochmal. Geh deinen Weg, Fremdling. Aber dürfen wir leider nichts mitnehmen. Ja. Mama hat den Außenposten hier mit aufgebaut. Muss man nicht machen. Da wollen wir. Zum Raumschiff. Ist das so? Was ist das? Hier sind noch mehr Sachen auf dem Planet. Landeplatz. So. Gehen wir noch rein. Wie kann ich Ihnen dienen? Ja, dann würde ich sagen, ja, okay, das können wir noch machen. Ich bin bereit, Captain. Bis wir da sind, wo wir hin müssen. Karte zeigen. Hier. Da müssen wir jetzt hin. Landestelle sauber. Dann mal runter. So, verlassen. Hast du alles dabei? Denn ich würde gern mit dir reden. Müssen wir jetzt hier das suchen bei der nächsten Let's Play. Ich speichere mal. Ich drücke, Moment. Doch, einmal so und so. Ja, beim nächsten Mal mache ich die Stoppuhr an, dass die Folgen, das kann ich bei OBS nicht sehen, wie lange die Aufnahme geht. Immer so eine halbe Stunde ungefähr. Aber ihr könnt meine Videos auch vor und zurück spulen, wenn ihr wissen wollt. Das ist ja, dann spart ihr auch Zeit. Ja, mir hat es Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt auf die Story-Mission in der nächsten Folge. Und würde mich freuen, wenn ihr da wieder mit dabei seid.
dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen und eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.